Oh, hier haben wir noch was. Hab Dank, Söldnerin. Hey, Eantid ist der Stolze. Was habe ich getan, dass ich deine Geschenke verdiene, mein Freund? Anderfrau bringt mich erneut zum Staunen. Warum musst du Jäger umbringen, dieses Schwein, das dafür verantwortlich ist, dass mein Dorf in Schutt und Asche liegt? Wir hatten kein Problem damit, hoffnungslos rachsüchtig zu sein. Ich, Eantid, ist der Stolze, werde in niemandes Schuld stehen. Ich habe den Schatz zwischen den Felsen an der Küste Achaias versteckt. Die angeordnet sind wie das Sternbild des Pfeils. Finde ihn und beende die wohlwollende Taten. Mehr habe ich dir nicht anzubieten. Ja gut, das soll dann so sein. Gut, jetzt packe ich euch nicht wieder weg. Also das wäre jetzt, bin ich mal gespannt mit dem Pfeil. Hm? Absolut. Moment. Sind das? Nee. Ich dachte erst, das wären... Die angeordnet sind wie ein Pfeil. Ein Söldling. Sag mir, kann es etwas Schöneres geben? Die Ruhe, der Frieden, die Freuden eines einfachen Lebens. Ich sehne mich. Ich mach da mal anders. Das seltene Leben ist genau das Richtige für mich. Ich bin gern beschäftigt. Wenn das so ist, willkommen in Bura. Aha. Was führt dich nach Achaea? Ich habe viele Meere überquert, Söldling. Die Blockade bedeutet eine Zwangspause meiner Handelsreise, aber... Kletter gab mir ein Dach über dem Kopf. Wenn man so viel durchgemacht hat wie ich, wenn man die grauenhaftesten und tosendsten Stürme überstanden hat, lernt man die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen. Wie Bura. Hier könnte ich Wurzeln schlagen. Doch diese ruhigen Zeiten wären nicht ewig. Nee. Ich habe im Chaos gelebt. Ich kann dir ein paar Kniffe zeigen. Ich bin ganz Ohr. Kletter schickt mich. Du hast deine Schiffe verloren? In der Tat. Wir leben in unruhigen Zeiten, Söldling. Achaea wird von Tag zu Tag gefährlicher. Und wir müssen fliehen, solange wir noch können. Ich habe den Plan ausgiebig mit Kletter besprochen und... Sucht weiter! Wachen? Die Wachen wurden verstärkt. Ich habe ihre Aufmerksamkeit in der Festung auf mich gezogen. Sie suchen Gestrandete. Sie dürfen unseren Frieden nicht stören, Söldling. Erledige sie leise, wenn du kannst. Ich führe Kletter und den Rest in höhere Gefilde. Gut. Dann versuche ich das. Ich muss sie aufhalten, bevor... Ja, sicher, das machen wir ja auch. Dann muss ich, Nö, machen wir den hier. Ja, ich hoffe, es geht gut. Wenn ich ehrlich bin, hoffe ich jetzt, dass es gut geht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir natürlich erstmal den Kameraden da hinten. Ja, letztes Mal ging der mir irgendwie flöten. Warum auch immer. Machen wir. Auf jeden Fall, Kamerad Schnürschuh. Ach, weißt du was? Komm her. Zack. Und das war's. Aber so was von. Moment. So, beschütze Bura. Ja, hab ich doch. Sind da noch mehr? Ah. Da kommen sie. Wisst ihr? Sind noch mehr. Mehr Wachen. Zu Pferd. Oh, ich muss hier weg. Seht mal. Was sollen die sehen? Die sehen gar nichts. Und du bist auch weg. Und du genauso. Du halber Hahn, du.
ist ja gar nichts drauf. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich so bleiben soll oder mich wieder umziehen. Ich bleib jetzt erstmal so. Ja. Werde ich gleich sehen. Da oben das Bild. Nee, alles gut. So. Eureka. So war, also leiser ging nicht. Also, nee. Die haben so geschrien, nicht ich. Aber so was von. Du warst siegreich. Ja, ja, klar. Danke, Cassandra. Ich wusste, dass sie kommen würden, aber nicht so bald. Ja, nu. Wir müssen unseren Plan umsetzen. Sag mir, was zu tun ist. Wir brauchen Schiffe, um die Ägäis zu überqueren. Die Schiffe, mit denen wir kamen, wurden uns bei unserer Ankunft in Bura vom Vorarbeiter des Hafens abgenommen. Vielleicht lässt sich mit dem Vorarbeiter verhandeln. Ja, bestimmt. Drecksack, gierige Sau ist halt das alles. Nehme ich jetzt mal an, so wie ich ihn noch im Kopf habe. Er ist einfach nur gierig. Jetzt habe ich Zeit, um euch zu helfen. Dann sollten wir dich in Sachen Vorarbeiter auf den neuesten Stand bringen. Ja, dann. Ich höre. Ein komischer Kauz. Gerüchten zufolge sucht er häufig eine Taverne in Pelene auf und trinkt, als wollte er unentwegt die Onyssos ehren. Angeblich ist er auf Söldner nicht gut zu sprechen. Ich kann Menschen für mich gewinnen. Ich bin sicher, du hast da deine Methoden. Ja, und? Reden? Jetzt? Sagen? Irgendwas? Ein Schiffchen. Meine Tochter, sie hat das Wasser immer geliebt. Als Mädchen wollte sie immer ans Ruder, wenn wir aufs Meer hinausfuhren. Als sie älter wurde. Ich frage mich immer noch, ob sie je zurückkommen wird. Ich sag jetzt mal nichts. Garantiert wird die zurückkommen. Wir wissen nur nicht. Ne? Erzähl mir mehr von deiner Tochter. Als Kind war sie ungewöhnlich stark. Die Leute meinten, sie wäre über alle Maßen ehrgeizig und zielstrebig. Und sie war nicht nur überaus stark. Ihr Temperament glich dem des Poseidon in einem Sturm. So, bei mir ist es so, wie im ersten Durchgang, entschuldigen Sie, dass ich ab 188, 189 ist dieses DLC dran. Und das ist ein schöner Vergleich, wie ich das jetzt mache und wie ich es damals gemacht habe. Ich habe mir das mal angeguckt, also das ist jetzt kein Vergleich. Ich habe es nicht schlecht gemacht, für einen Anfänger damals absolut nicht. Aber wie gesagt, guckt selber mal rein. Weißt du, wohin deine Tochter gegangen sein könnte? Sie ging ohne ein Wort. Jeden Tag sehne ich mich nach ihrer Rückkehr. Manchmal denke ich, ich habe sie für immer verloren. Und die Entscheidungen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich ja im ersten Teil nicht gemacht. Ich hoffe, ich mache nicht irgendwo eine falsche. Und bei manchen werde ich erstmal speichern und dann wird man weitersehen. Es gibt doch einen Grund, warum du mir von deiner Tochter erzählst. Ach, meine Fehler. Jetzt ist sie Schiffsführerin. Jetzt raus. Deine Tochter ist der Orkan? Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Ich habe sie zu sehr bedrängt, zu weit getrieben. Und jetzt bleibt sie vielleicht für immer fort. Du musst dich von ihr lossagen, ja? Es muss wehtun, zu erfahren, was aus ihr geworden ist. Sie ist zu weit gegangen. Sie hat zu viel Leid gebracht. Wir haben keine Zeit, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Orontas braucht unsere Hilfe. Ich gehe nach Pelene und mache mich nützlich. Und ich? Kehre, Cassandra. Ja, tschüss. Mach's gut. Und was mache ich jetzt? Ich sollte nach Pelene. Ach so. Pelene. Sie sagte gerade Pelene. Das ist halt ja. Ist ja egal, wie man das ausspricht. Ja, sicheres Geleit. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen 691 Meter, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, ja, ich habe einen kleinen Pitstop gemacht hier. Ja, ihr seht da oben, habt Dank, Söldnerin.
Ägypten. Der Schatz liegt in Achaia. Den habe ich beim ersten Mal gesucht wie ein Blöde in Poseidons Zorn. Von Steinen. Als eine Reihe von Steinen. Ja, tolle Wurst, ehrlich. Ich habe im Leben nicht daran gedacht. Nein, absolut nicht. Und hier sieht man es, Poseidons Zorn. Die äußersten. Zeig. Komm hoch. Los. Und hier am Ende dann, ja, aber das ist fast am Ende, dann sind die da. Ja. Da, zack. Und da ist es schon. Grünau. Hui. Super. Ja, das habe ich mir gedacht, wenn er eh in die Richtung muss, dann kann ich da noch eben mitmachen. Und dann treffen wir ja auch den, ich glaube, den treffen wir jetzt. Und das ist eine ganz witzige Unterhaltung. Du kannst verlangen, was du willst. Irgend so was kommt da noch. Ob das jetzt hier ist oder das weiß ich nicht. Ich glaube aber ja. Ja. 100%ig weiß ich dann nicht. Nee, ich habe mich schon so oft vertan, obwohl ich dann, ja, wie gesagt. Ah, hier ist es. Aha, jetzt. Kommt das jetzt? Genau dort, wo Eantides meinte. Eantides, ja. Da ist er. Da bist Eantides. Du ja, Malaka. Hm. Halt, halt, warte, ich bin's. Eantides? Der Stolze. Hm. Schön, dich zu sehen. Endlich treffen wir uns, Eantides. Schön, dich zu sehen. Du hättest dein Gesicht sehen sollen, Adlerfrau. Aber nein, deswegen bin ich nicht hier. Du, warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Was habe ich jetzt gemacht? Die Rinder deiner Stiefschwester gerettet? Meine Tante war unter den Gestrandeten, die du aus der Festung gerettet hast. Na super. Du machst wohl Witze. Und jetzt habe ich nichts mehr, womit ich dich belohnen könnte. Meine Taschen sind leer, genau wie mein Haus. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich, Eantides der Stolze, der niemals bei jemandem in der Schuld stehen wollte, dir, Adlerfrau, einen Gefallen schulde. Ja, da bricht ihm das Herz. Du schuldest mir nichts. Ah, komm. Nein, nein, du hast genug getan. Du schuldest mir gar nichts. Genau. Mach es nicht schwerer, als es ist. Sag es frei heraus. Was soll ich für dich tun? Werde ein Teil meiner Mannschaft, töte nur gar nichts davon, glaubt es mir. Weißt du was? Lass mich einfach in Frieden. Das würde helfen. Sehr sogar. Na schön. Aber das ist noch nicht vorbei, Adlerfrau. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Mhm. Super. Dann werde ich meine Ehre wiederherstellen. Du wirst etwas von mir erbitten, ich weiß es. Unglaublich. Ja, das ist der Hammer. Das war hoffentlich unser letztes Treffen. Ja, genau. Hoffe ich doch auch. Ja, das ist echt. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Quest. So, jetzt da vorne ist sicheres Geleit. Ja, was geht? Naja, das ist der Spritzer. Der Feind! Hier ist der Mann, den wir suchen, Söldling. Jere, Jere, mein Freund! Dich kenne ich doch. Ich habe dir deine Schiffe abgenommen, oder? Im Hafen! Wir sind hier, um die Schiffe zurückzuholen. Warum? Hätte ich fast gefragt. Aber dann fiel mir wieder ein, das kratzt mich nicht. Weil du ein Söldling bist. Genau das. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, mein Freund. Trinken wir, aber ohne den Söldling. Und du, stich in See. Oh, stimmt ja, das kannst du nicht. Arschloch. Vielleicht ist es leichter, dich und deine Mannschaft abzumurksen und uns die Schiffe einfach zu nehmen. Siehst du, deinesgleichen dürstet ständig nach Blut.
Gewalt ist nicht immer die Lösung, Söldner. Deshalb hasse ich Söldner. Sie glauben, alles ließe sich mit Gewalt lösen. Ich bin immer noch hier. Schön, beruhige dich. Wenn wir uns einigen wollen, müssen wir es tun wie zivilisierte Menschen. Also, was schlägst du vor? Dir zu helfen würde mich mehr als meinen linken Arm kosten. Wenn ich es wagen soll, den Zorn des Orkans zu wecken, müsste schon ordentlich was für mich rausspringen. Angeblich gibt es in der Schiffswrackbucht nicht weit von hier Schätze zu finden. Und Drachmen brauche ich immer, wenn du verstehst. Mit Drachmen kann man Wein kaufen. Oder sehen wir uns um. Ich könnte ihm auch einfach... Klar, die Kohle habe ich. Und ich habe mich jetzt gerade überlegt, das ist im Grunde genommen nur Sachen suchen. Und... aber ich bin nicht bereit eigentlich... Ach, ich will nicht lange suchen. Hier sind deine Drachmen. Genau. Das hört sich gut an. Aber sei nicht geizig. Meine Freundschaft ist nicht billig. Was? Abgemacht ist abgemacht. Genau. Ich stehe zu meinem Wort. Nur ein Malakas ohne Ehre bricht einen Eid. Ihr kriegt eure Schiffe zurück. Na prima. Habt viel Glück dabei, am Orkan vorbeizukommen. Seht euch nur die ganzen Wracks da draußen an. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Na prima. Schiff zurück. Dank dir, Söldling, haben wir, was wir brauchen. Jetzt müssen wir... Orontas, Cassandra. Und da ist mir damals mal so leicht was gekommen, aber ich habe gar nicht dran gedacht. Nee, kurz. Es muss Blut vergossen werden. Ich muss euch nur bitten, unauffällig zu sein. Die Befreiung der Gestrandeten hat den Orkan verärgert. Es muss nur jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Dann wird keinem etwas geschehen. Dann nimm mich. Sie haben nichts damit zu tun. Ich bin es, nach dem du suchst. Wir haben genug getan. Es gibt keinen Grund für eine weitere Eskalation. Versprich mir, dass du unseren Plan in die Tat umsetzen wirst. Mach ich. Und ob ich das mach. Tja. Ich erkläre euch ja gleich, warum. Warum ich das gemacht habe. Ist sie für all das verantwortlich? So viel Zerstörung, so viel Unglück. Ein schmerzhafter Anblick, als wäre sie gar nicht mehr die, die ich kenne. Der Orkan ist immer... Sie hat so viel... Ja, ich... Moment, der Orkan ist noch immer deine Tochter. Ganz gleich, was geschieht. Blut ist Blut. Sie ist immer noch deine Tochter. Eltern glauben stets an ihre Kinder. Wie töricht es auch sein mag. Ich hätte sie aufhalten sollen. Damals, als sie den Orden beitrat. Ja, das hätte ich. Wenn die Zeit kommt, dich dem Orkan zu stellen. Meiner Fehler. Was wirst du dann tun, Cassandra? Sorry, es gibt nur eins. Ich bringe sie zurück. Entschuldigen, ich hab echt bei dem Hals. Ich bringe sie zurück. Weißt du, was machen wir mal? Ich tue mein Bestes, sie zurückzuholen. Ich war so stolz auf sie. Ich glaube, ich habe ihr das nie gesagt. Es gibt so viele Dinge, die ich ihr gerne gesagt hätte. Ich sollte den anderen helfen. Wir treffen uns in Patri, sobald wir bereit sind. Danke, Cassandra, für alles. Ja, wunderbar. Ja, ich habe das extra gemacht, weil mir diese Sache nichts gebracht hätte. Damals habe ich es gemacht, weil da hinten, da hinten, überall, da hätte man tauchen müssen und man hätte Ältestenhinweise gefunden, also Kulthinweise, aber ich habe ja keine Kultmitglieder mehr zu suchen. Die sind ja schon alle, ja, fort, weg, tschüss. Ne?
Deswegen habe ich das jetzt so gemacht und ja, und weil ich die Kohle hatte, aus dem Grunde. Also, ja, ich würde sagen, war ja nicht schlecht. Bis dann.